Profil Podcasts. Herzlich willkommen beim Profil Mittwochs Podcast zur innenpolitischen Lage. Bei mir Gernot Bauer, bekannt aus Film, Funk, Fernsehen, aber vor allem aus dem Profil aus der Österreich Innenpolitik-Redaktion. Hallo. Lieber Gernot, wir hatten in der vergangenen Woche als Titelgeschichte eine große Umfrage, die sich noch nicht sehr unterschieden hat von dem, was bisher zu lesen und zu sehen war. Einerseits hat sich allerdings dadurch unterschieden, dass das Sample wesentlich größer war und damit die Schwankungsbreiten geringer und dann doch dadurch, dass die ÖVP ein wenig nachgegeben hat, selbstverständlich innerhalb der Schwankungsbreiten, unser Demoskop hat das durchaus damit interpretiert, dass die kleinen oder größeren Fehler, die jetzt passieren, also bei der ÖVP vom Schreddern bis zu Besuchen in Schulen, die nicht ganz so funktionieren, die Wahlkampfkosten, dass das der ÖVP doch zusetzt. Mich persönlich würde das überraschen, da ja kaum irgendeine Partei in diesem Wahlkampf, in den Umfragen bisher wirklich zugesetzt hat, aber auch im vergangenen Wahlkampf nicht. Also nicht einmal das Ibiza-Video jetzt großartige Auswirkungen hat, sondern nur um wenige Prozentpunkte geht. Also mich würde es überraschen, wenn das jetzt der Grund war. Wie schätzt du das ein? Aktuell hält die ÖVP bei uns bei 33%. Mhm. Das muss für die Superoptimisten der ÖVP ein bisschen enttäuschend sein, die schon mit 37, 38, vielleicht sogar bis 40% gerechnet haben. Aber das ist sowieso ein Wunschdenken. Die ÖVP war schon bei 35%. Netto, muss man sagen, im Vergleich zur Wahl 2017 hat die ÖVP immer noch 2 Prozentpunkte mehr. Also es ist ein über ihrem Ergebnis. Das waren damals 31,4% oder so. Woher kommen jetzt diese relativen Verluste? Das können ja nur sein, schaut man sich die Details an, Neos-Wähler. Mhm. Neue Neos-Wähler, also liberal gesinnte, bürgerliche, die auch sehr politikaffin sind. Also die schon sehr genau beobachten, was ist in diesem Wahlkampf los. Also ich gebe dir recht, die meisten Bürger werden sich nicht scheren um Schredder-Affäre, vielleicht um Ibiza-Affäre, aber auch nicht jetzt um die Parteifinanzen. Neos-Wähler sind sehr anspruchsvoll und sind sehr gut informiert. Also ich glaube, dass diese relativen Verluste, nennen wir es mal so, weil netto, wie gesagt, ist die ÖVP im grünen Bereich, sind Wähler, die vielleicht zu den Neos hingehen. Mhm. Das würde auch erklären, warum in diesem Fall offensichtlich da kein kommunizierenden Gefäße zwischen ÖVP und FPÖ bestehen, weil bei den Umfragen davor war es ja offensichtlich so, dass FPÖ-Wähler doch zur ÖVP gewandert sind. In diesem Fall nicht, weil die FPÖ ist knapp hinter der SPÖ in dieser Umfrage am dritten Platz. Aber die Neos scheinen sich zu stabilisieren, bei denen wir uns wiederum immer wieder gefragt haben, wie geht sich das aus, dass sowohl die Neos-Wähler, die auch die junge ÖVP wählen könnten, aber auch die wieder erstarkten Grünen wählen könnten, jetzt dennoch mit 8% bei den Neos aufschlagen. Weil es ein starker rechter, rechtsliberaler Block ist. Also vereinfacht gesagt, die ÖVP bekommt ihre 2, 3, 4 Prozentpunkte mehr, die sie haben wird bei der Wahl, von der FPÖ, von den Freiheitlichen und verliert wiederum einiges sozusagen theoretisch an die Neos. Der gesamte Kuchen von ungefähr 60% oder im rechtsliberalen Lager bleibt gleich. Also auf den ersten Blick ist es vielleicht etwas überraschend, aber sowohl die Neos gewinnen von der ÖVP und die ÖVP relativ mehr von der FPÖ. Allerdings ist ein Phänomen zu beobachten diesmal, es ist schon sehr verfestigt. Alles im Vergleich zu früher. Gerade die FPÖ-Wähler sind schon sehr überzeugt, die jetzt sich deklarieren, die werden auch dabei bleiben, also die FPÖ. Angeblich sind nur mehr 10% der Wähler unentschlossen, was sehr, sehr wenig ist. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass wir eben erst gewählt hatten. Aber genau, es ist im Vergleich zu früheren Wahlen ist es schon sehr früh sehr verfestigt und vor allem bei der FPÖ ist es verfestigt. Also wäre ich FPÖ-Wahlkampfmanager, wäre ich der Herbert Kickl, würde ich schon jetzt sehr entspannt schlafen, weil was Schlimmeres als Ibiza wird nicht mehr passieren. Also die FPÖ wird sich bei 18, 20, 21 einpendeln. Ich habe in diese Richtung ja im vergangenen Leitartikel argumentiert unter dem leicht aufrührerischen Titel, diese Wahl ist wenig wichtig, habe ich argumentiert, da klar ist, wer die Wahl gewinnt und wer mit der Regierungsbildung beauftragt werden will, käme es dann eigentlich nur mehr darauf an, wohin sich Sebastian Kurz wendet, mit wem er wirklich ernsthaft verhandelt und natürlich auch vor allem bei den Neos und bei den Grünen, falls es eine Dreierkoalition werden könnte, inwieweit die wiederum zu
inhaltlichen, aber auch emotionalen Konzessionen bereit wären. Das war der Grund ja für den Titel oder für den Kommentar, dass es sehr stark an Sebastian Kurz liegen wird, was er will. Er lässt ein wenig durchscheinen, aber vermutlich aus taktischen Gründen, dass er nicht unbedingt nochmals mit den Blauen in eine Koalition gehen würde. Wie sehr man das glauben soll, weiß ich nicht, weil er rein aus taktischen Gründen, also aus Gründen der Macht, des Machterhalts, wäre es für ihn vermutlich doch die einfachere Variante, inhaltlich vermutlich auch. Allerdings würde er noch einmal scheitern oder würde er auch während einer bestehenden Legislaturperiode auf ähnliche Probleme stoßen wie in den letzten 1,5 Jahren. Dann würde es ihm schaden, wenn nicht sogar so nachhaltig schaden, dass er dann unter 30% fiele. Ich glaube auch, seine politische Karriere wäre dann zu Ende, wenn er eine Neuauflage mit der FPÖ macht und diese nach 2 Jahren wieder krachen geht. Vielleicht können wir die ganze Situation vergleichen mit dem Jahr 2002 und Wolfgang Schüssel. Macht Sebastian Kurz quasi den Wolfgang Schüssel und eine Neuauflage mit den Freiheitlichen? Warum hat das Schüssel damals gemacht? Weil er einen großen Plan hatte für Österreich, einen Umbau wollte von der Pensionsreform, Liberalisierungen etc., Privatisierungen. Und Schüssel nach 2002 zu der Entscheidung kam, ich kann das mit der FPÖ am einfachsten umsetzen. Und mir ist es wurscht, was das Ausland über mich denkt und die EU. Ich will jetzt meine Agenda, die ich begonnen habe, auch umsetzen. Ich glaube, Kurz tickt da ein bisschen anders. Er schaut mehr auf seine Umfragewerte in Österreich sowieso, aber auch auf seine Imagewerte im Ausland. Also das ist ihm, glaube ich, wichtiger, auch weil er noch eine längere Karriere vor sich hat. Vielleicht will er noch was auf EU-Ebene werden oder auch bei den Vereinten Nationen. Und weil ihm dieses Image im Ausland auch wichtig ist, glaube ich, dass er derzeit eher tendiert zu einer Koalition mit den Grünen und mit den Neos, was auch dafür spricht, dass die Landeshauptleute sich auch für so eine Koalition aussprechen und gerade die im Westen, Haslauer zum Beispiel in Salzburg, dezidiert gegen eine Koalition, eine Neuauflage mit den Freiheitlichen ist. Und wenn man ein bisschen spekulieren darf, man hört aus der ÖVP, dass Wolfgang Schüssel intern mittlerweile einräumt, dass es vielleicht ein Fehler war, dass er 2002 neuerlich mit den Freiheitlichen eine Koalition eingegangen ist. Mhm. Wobei auch damals war die Situation eine andere, denn die FPÖ war damals neu aufgestellt. Es gab eine Zäsur, es waren neue Leute da, mit denen Schüssel neu arbeiten konnte. Eine Neuauflage mit der FPÖ würde sofort mit Kickl beginnen. Also mit der größtmöglich denkbaren Hypothek würde Kurz eine Neuauflage machen. Und dieses Risiko ist wirklich zu hoch aus jetziger Sicht. Das ist ja auch der Unterschied zu den Wahlen vor 1,5 Jahren. Damals war, um es etwas leger auszudrücken, die FPÖ nur ein Risikofaktor, schlimm genug. Aber da war nicht all das passiert, bis hin zum Ibiza-Video, das wir in den letzten 1,5 Jahren erlebt haben. Dazu kam, dass es damals, die Grünen waren aus dem Parlament geflogen und mit jetzt bzw. den Neos hätte es ja keine Mehrheit gegeben. Und mit der SPÖ, das wollte weder die Sozialdemokratie noch die ÖVP. Darum haben damals viele Medien, viele Beobachter, anders als im Jahr 2000 oder auch 2002, achselzuckend hingenommen, was da jetzt passiert. Ich finde es manchmal eigenartig, dass das vergessen wird, jetzt in der Sebastian Kurz-Schelte, warum er denn vor 1,5 Jahren diese Koalition eingegangen ist. Was wäre die Alternative gewesen, dass die Roten die Koalition mit der FPÖ machen? Also das ist wohl in Vergessenheit geraten. Also Situation jetzt sicherlich eine andere. Ich war gestern in Deutschland in Potsdam bei einer Konferenz, wo einerseits Politologen, Wissenschaftler waren, einige deutsche Politiker und viele internationale Journalisten. Der Eindruck hat sich, den du da jetzt schilderst, hat sich da bei mir auch verfestigt, dass das Ausland dieses Mal sehr verwundert wäre. Das letzte Mal war man ein wenig bestürzt, dass mit der FPÖ eine Koalition gemacht wurde. Auch in Deutschland natürlich mit dem Hintergrund AfD. Andererseits konnte man es erklären. Ich habe den Eindruck, dass man es dieses Mal nicht so leicht erklären könnte und dass die Augenbrauen eher hochgehen, wenn man erklärt, dass das doch noch eine Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit ist, beziehungsweise dass die Außensicht auf Österreich nicht in diesem Fall wie im Jahr 2000, dass es eine Koalition gibt, sondern dass es nach dem Ibiza-Video nochmal eine Koalition gibt, / dass noch immer die FPÖ über 20% liegen, dass all diese Faktoren dann in die Richtung spielen, von der du sprichst, nämlich dass das internationale Image, das in dem Fall weniger Österreich, sondern Sebastian Kurz da plötzlich hätte,
ihm schaden würde und dass ihm das sicherlich zu denken geben muss. Ja, die Ironie ist die folgende, dass man von ausländischen Kollegen jetzt immer gefragt wird, wie ist nach Ibiza, wie kann man mit einer Ibiza-Partei überhaupt noch koalieren? Vor 2 Jahren oder zu Zeiten von Wolfgang Schüssel wurde mir gefragt, wie kann man mit einer so rechtsextremen Partei wie der FPÖ noch koalieren? Und die zweite Ironie ist ja, dass die FPÖ jetzt nicht an ihren Einzelfällen, den berühmten, und an ihren Ausfransungen ins rechtsextreme Eck gescheitert ist, sondern an Ibiza, also an einem quasi sozusagen einem Parteiskandal und nicht einem rechtsextremen Rülpser. Mhm. Und lustig ist wirklich interessant zu sehen, wie auf einmal auch die Wertigkeiten in der Betrachtung durch unsere Nachbarländer und durch ausländische Journalisten, wie sich das alles jetzt verschiebt, dass man kurz daran erinnert, er darf jetzt mit einer Skandalpartei nicht koalieren. Mhm. Er ist da, glaube ich, aber eher wirklich, wie gesagt, eher Pragmatiker und wird sich denken, es ist ja mit der FPÖ, ist mir das Risiko jetzt einfach zu hoch. Mhm. Da muss man natürlich jetzt die Grünen in die Pflicht nehmen, ne? Weil es wird sich eine Koalition mit den Grünen, dazu braucht es auch eine bereite Ökopartei. Und wenn man die ersten Wortmeldungen aus Wien hört, passiert dasselbe wie im Jahr 2002, nämlich eine strikte Ablehnung durch die Wiener Grünen. Also wir wissen heute aus vielen Gesprächen mit damals Handelnden, auch wie dem heutigen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, dass die grüne Führung auch um Klawischnik damals sehr verstört war, wie extrem, wie scharf die Wiener Grünen damals eine Koalition mit der ÖVP ablehnten. Und sie wären gut beraten, wenn sie das nicht gleich wieder tun. Sie müssen ja politikfähig bleiben. Also wenn ich dezidiert mich ausschließe oder ablehne eine Koalition mit der ÖVP, dann muss ich mir den Vorwurf gefallen lassen. Moment, ihr treibt ja den Sebastian Kurz Richtung FPÖ. Ihr treibt ihn ja geradezu wieder in die Hände der Freiheitlichen und das lehnt ihr ja natürlich auch ab. Da liefert man Sebastian Kurz auch eine sehr gute Argumentation, falls er am Ende des Tages doch noch mit den Freiheitlichen koaliert. Was wir noch nicht beleuchtet haben, ist natürlich eine Zusammenarbeit mit der SPÖ. Ist die möglich oder nicht? Emotional liegt sie Sebastian Kurz sehr fern. Umgekehrt vielleicht auch. Mindestens so sehr. Wobei ich glaube sogar Pamela Rendi-Wagner würde ich sogar zutrauen, dass sie auf der persönlichen Ebene mit Sebastian Kurz zusammenfinden könnte. Er mit ihr vielleicht auch. Aber ich glaube, dass seine Vorbehalte gegenüber den Sozialdemokraten sogar höher sind als die der Rendi-Wagner gegenüber den Bürgerlichen. Ich glaube, er ist aufgewachsen mit dem Feindbild Sozialisten, in dem Fall nicht nur Sozialdemokraten und Linken, während die Pamela Rendi-Wagner eher aufgewachsen ist, damit, dass das ein Koalitionspartner ist, aber sehr pragmatisch. Also in der Hinsicht wahrscheinlich das Problem ein geringeres ist. Birgit Hebein, also die Chefin der Grünen in Wien und Vizebürgermeisterin, hat ja gesagt, im Augenblick könne sie sich eine Koalition mit dieser Kurz-FPÖ nicht vorstellen. Mit Kurz-ÖVP, mit dieser Kurz-FPÖ. Ja. Werner Kogel hat das dann im Talk mit Profil ein wenig uminterpretiert. Er hat zwar gesagt, das stimmt, hat dann aber gemeint, diese ÖVP definiere er inhaltlich. Und wenn sich da etwas bei Kinderarmut und damit bei der Mindestsicherung und vor allem bei der Klimafrage ändere, dann wäre das schon möglich, auch wenn er es für nicht sehr wahrscheinlich hält. Aber ich habe den Eindruck, Werner Kogel würde das gerne machen. Und je nachdem, wie hoch das Wahlresultat ist, kann er dann auch möglicherweise alleine agieren. Also wenn er jenseits der 12%, bei 13-14% zu liegen kommt, meine ich nicht, dass ihm da jemand reinreden könnte oder stark reinreden könnte in der Frage, ob er koaliert oder nicht. Sie sind auch sicher besser vorbereitet. Also Sie sind gebrannte Kinder aus 2002. Mhm. Der Schritt wäre natürlich schon ein extremer. Direkt aus der Opposition in die Regierungsverantwortung wäre schon ein... Aus der außerparlamentarischen Opposition. Direkt hinein aus dem politischen Nichts direkt in Regierungsämter, das wäre schon ein ziemlicher Stunt. Über den muss er natürlich nachdenken in seine Zeit. Natürlich will er über ungelegte Eier auch nicht gackern. Die Grünen in den Umfragen 13%, 14%, das wäre natürlich ihr bestes Wahlergebnis, das sie je hatten. Also ich glaube 12, irgendwas war ihr bisher bestes Wahlergebnis bei Nationalratswahlen waren sie stärker. Und die Frage ist, ob sie nicht vorher konsolidieren sollten, wieder mal in der Opposition. Andererseits, wenn sich so ein Fenster öffnet, eine Regierungsbeteiligung, dann muss man das auch mal nützen. Und wir sehen ja zum Beispiel, wir haben diese berühmte Dirndl-Koalition, also zwischen der Volkspartei, Grünen und Neos,
gibt es in Salzburg. Und in Salzburg funktioniert sie relativ gut. Da sind natürlich die Salzburger Grünen, sind anders als die Wiener Grünen. Der Landeshauptmann Haslau ist wahrscheinlich auch ein verbindlicherer Typ als Sebastian Kurz. Aber man muss sich das im Detail anschauen, das werden wir im nächsten Profil auch tun oder auch im Wahlheft, wie diese Koalition in Salzburg eigentlich zusammenarbeitet. Und da ist wie im Leben, überall im Leben, es heißt Leben und Leben lassen. Also Sebastian Kurz wird den Grünen schon irgendwas bieten müssen. Eine CO2-Steuer zum Beispiel und natürlich irgendwo beim Thema Zuwanderung, Integration wird man sich finden müssen. Nur gleichzeitig, wenn die Grünen mit Maximalforderungen da hineingehen und eine Lockerung der Zuwanderungsbestimmungen fordern, dann wird es wahrscheinlich nichts werden. Aber da sind wir wieder bei diesem Begriff der Politikfähigkeit. Will ich auf Dauer in der Opposition sein und will ich meine Prinzipien von der Opposition aus leben oder will ich konkret irgendetwas verändern in dem Land? Wenn es auch nur ist, abzufedern, eine scharfe Migrationspolitik der ÖVP, dann muss ich irgendwann mal in die Regierung. Gernot Bauer, vielen Dank. Drei Hinweise eigentlich, du hast schon angesprochen. Das kommende Profil widmet sich selbstverständlich in der Titelgeschichte und auf vielen, vielen Seiten der bevorstehenden Wahl. Wir schauen uns ziemlich genau an, wie der Wahlkampf eigentlich lief. Haben einige investigative Details noch, an denen wir arbeiten. Das Heft darauf erscheint einen Tag später, weil die Wahlen sind am 29. Wir erscheinen bei den Abonnenten am Dienstag. Das Heft ist aber österreichweit bereits am Montag, also wenige Stunden nach der Wahl, mit vielen, vielen, also über 30 Seiten aktuell erhältlich. Der dritte Hinweis, morgen Donnerstagabend gibt es den letzten Profiltalk mit Spitzenkandidaten, morgen mit der NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger, die Rosemarie Schweiger und ich live interviewen werden auf Facebook und danach natürlich dann als Podcast und im Video auch abrufbar. Vielen Dank, Gernot Bauer, nochmals und danke. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.